Damen und Herren, in diesem Vortrag beschäftige ich mich mit den Wirkungen digitaler Hochschullehre. Ich denke, eine der zentralen Fragen der Mediendidaktik und die Beschäftigung mit dieser Frage hilft uns auch, besser zu verstehen, wie wir Digitalisierung und Hochschulentwicklung gestalten können. Schauen wir uns einfach mal an, was wird denn so behauptet, was die Wirkungen der Digitalisierung in der Hochschule ausmachen. Wir finden eine ganze Reihe von Aussagen, eine ganze Reihe von Annahmen und Behauptungen, was die Digitalisierung in der Hochschule verändert. Das Lehren, das Lernen, die Lehrenden, die Abläufe in den Hochschulen, eine ganze Menge von Veränderungen, die da behauptet werden. Das Ziel meines Vortrages ist es, Ihnen ein bisschen näher zu bringen, eine Skepsis, ob diese hier postulierten Wirkungen denn tatsächlich in dieser Weise zutreffend sind oder ob sie uns möglicherweise in die Irre führen. Schauen wir uns einfach mal an, wie werden die Wirkungen der Digitalisierung in der empirischen Bildungsforschung untersucht. Da gehen wir von diesem Modell aus. Von den Inputs geht es über einen Output bis hin zum Impact. Im Kern geht es immer um die Frage, wie kann ein Bildungsangebot beitragen zur Kompetenzentwicklung? Was sind die Lernergebnisse des Lehrens und Lernens, die unter bestimmten Rahmenbedingungen und unter Einsatz bestimmter Ressourcen stattfindet? Also, wir fragen, welches Ergebnis hat das Lernen mit digitalen Medien? Natürlich gibt es darüber hinaus auch noch weitere Aspekte, die relevant sind, zum Beispiel, wie gelingt es unseren Studierenden, Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewinnen? Wie gelingt es, beruflichen Erfolg zu erzielen, Zufriedenheit mit der Tätigkeit oder auch mit dem, was man gelernt hat? Ja, inwiefern sind die Absolventen eben erfolgreich? Und schließlich Impact würde noch weiter hinausgehen und fragen, inwiefern trägt das Lehren und Lernen das Bildungsangebot zu etwas wie Bildung von Persönlichkeit bei? Inwiefern sind die Organisationen erfolgreich mit diesen Kompetenzen? Und inwiefern trägt ein Bildungsangebot letztlich zur Entwicklung von Gesellschaft und Kultur bei? Also Sie sehen, die Bildungsforschung bewegt sich da in einem sehr weiten Rahmen. Und wenn wir nun uns E-Learning anschauen, wenn wir nun die Frage stellen, wie können wir die Effekte von E-Learning oder der Digitalisierung in Studium und Lehre untersuchen, dann folgt ein Großteil der Untersuchung eigentlich einem ganz traditionellen Schema der quantitativen Forschung, nämlich wir unterscheiden eine Gruppe A und eine Gruppe B und wir fragen, welche Wirkungen hat nun das Treatment A gegenüber einem anderen Treatment B oder einer Kontrollgruppe sozusagen. Ist A wirksamer als B? Das ist dann die zentrale Frage. Und Sie ahnen, es geht natürlich immer um die Frage, ist E-Learning besser? Ist das Digitale besser im Hinblick auf die Lernergebnisse? Also ein bisschen erinnert das an die Untersuchungen in der Medizin beispielsweise, wo wir feststellen wollen, trägt Aspirin dazu bei, dass wir keine Kopfschmerzen mehr haben, dass die Kopfschmerzen weggehen. Wir untersuchen also den Effekt dieses Treatments, der Tablette, der Medizin, Aspirin gegenüber einem Placebo, einer Kontrollgruppe, um dann genau rauszukriegen, was der Effekt dieser Medizin, dieses Treatments ist gegenüber einer anderen Behandlung, nämlich in dem Fall keiner Behandlung. Also dieses ist das grundlegend typische Paradigma, wie wir es in der naturwissenschaftlichen Forschung erkennen, wenn wir einen Effekt isoliert betrachten und auch gegenüber eben immer auch einer Kontrollbedingung untersuchen wollen. Nun ja, und beim E-Learning ist natürlich die Frage, was ist nun unser Treatment? Üblicherweise betrachten wir E-Learning als unser Treatment und vergleichen es mit traditionellem Unterricht. Dabei steht natürlich die Frage im Raum, ist E-Learning ein Treatment wie ein Wirkstoff, Aspirin, den wir gegenüber einer Kontrollgruppe vergleichen können? Wenn wir einmal überlegen, E-Learning, was ist E-Learning eigentlich?
Da werden wir sehr schnell merken, E-Learning kann ganz unterschiedliches sein. Das kann der Einsatz einer Lernplattform sein, über die wir Dokumente verteilen. Das kann eine tutoriell betreute Veranstaltung sein. Das kann eine offene Distribution von Materialien sein, ein getakteter Vertrieb von Materialien. Das kann ein digitales Angebot sein, was mit virtueller Realität arbeitet, was mit Videokonferencing, mit synchronen und asynchronen Kommunikationsszenarien arbeitet. Sie merken, ich will deutlich machen, E-Learning ist eigentlich viel mehr als irgendwie ein spezifischer Wirkstoff. Und wir ahnen, wir wissen es, es kommt ja tatsächlich nicht auf dieses einzelne Element an, sondern es kommt auf das Arrangement an, auf die Lösung eines Bildungsproblems, das unter verschiedenen Bedingungen und Rahmenbedingungen eben ganz unterschiedlich auszusehen hat. Es bleibt also bei der Frage, ist E-Learning ein Treatment, ein Wirkstoff, was wir in dieser Weise gegenüber dem, was wir traditionellen Unterricht bezeichnen, hier überhaupt gegenübersetzen können? Also das ist hier das typische Forschungsdesign, was wir regelmäßig anfinden, was auch in der internationalen Forschung im Kontext des E-Learnings im Grunde genommen das am meisten verbreitete Forschungsdesign ist. Es gibt seit den 1980er Jahren tausende Studien in den Journals. Mittlerweile gibt es Meta-Analysen, etwa des Ehepaar Kulix, die vorhandenen Studien in ihren Effekten zusammenführen, um herauszukriegen, was ist denn nun eigentlich der Effekt? Wie groß ist dieser Effekt? Können wir davon ausgehen, dass E-Learning zu besseren Lernergebnissen führt? Ja, und mittlerweile gibt es sogar Meta-Analysen, die diese Vielzahl auch der bestehenden Meta-Analysen wieder zusammenführt. Hier einmal die zwei, ich denke, maßgeblichen Meilensteine in der Geschichte der Mediendidaktik, in denen mit solchen Meta-Analysen versucht wird, die Effekte genauer abzuschätzen. Und vielleicht wissen Sie, Meta-Analysen sind ja statistische Verfahren, mit denen auf der Grundlage von standardisierten Mittelwerten und Standardabweichungen eben die Größe eines statistischen Effektes versucht wird zusammenzuführen und eben wiederum auf Signifikanz geprüft wird. Was ist ein Befund dieser Meta-Analysen, dieser Meta-Meta-Analysen? Ich behaupte, das ist seit Jahrzehnten konsistent. Wir können immer wieder feststellen, ja, es gibt einen Vorteil digitaler Varianten. Der ist von den ersten Studien des Computer-Based Trainings bis heute bei Gamification und anderen neueren Ansätzen immer gleich geblieben, immer auch in der Größe ähnlich geblieben. Es ist ein geringer Vorteil digitaler Varianten, der uns ähnlich ist wie bei anderen Lerninnovationen. Günstig erweist sich die Kombination von digitalen Varianten mit nicht digitalen Varianten. Interessant ist, dass sich die Lernzeit reduziert bei solchen digitalen Angeboten. Im Übrigen wenig untersucht die Effizienz, also eben weiter hinausgehende Maße, die auch Input und Output in Beziehung setzen, überhaupt mittel- und langfristige Effekte sind wenig untersucht. Also wenn wir das an dieser Achse oben betrachten, nicht Input ist wenig in Beziehung zu Output gesetzt worden, Outcome, Impact sind schwierig natürlich zu untersuchen, weil sie lange Zeit brauchen, um sich herauszukristallisieren. Und dann sind sie wiederum sehr schwierig auf eben halt einen spezifischen Wirkstoff auch ursächlich zurückzuführen. Also so wie der Effekt von Aspirin auf den beruflichen Erfolg oder den Erfolg von Unternehmen, bei denen Menschen Aspirin nehmen, ja auch sehr schwierig nachweisbar sind, auch wenn ein freier Kopf natürlich gut zum Arbeiten auch beiträgt. Also diese Meta-Analysen sind natürlich wichtig gewesen, auch zum Aufzeigen solcher gemeinsamen Effekte und auch der Konvergenz bestimmter Untersuchungen. Es bleibt aber bei der Frage, ist die Idee dahinter tragfähig oder wie tragfähig ist es, E-Learning als ein Treatment zu betrachten, wo wir eben halt alle diese Hunderten
und tausenden Studien zusammenführen, wo halt in irgendeiner Weise digital gelehrt und gelernt wird. Da ist das digitale Whiteboard drin, da ist das E-Portfolio drin, da ist das LMS drin, bei dem vielleicht ein paar Dokumente distribuiert worden sind. Da sind komplexe Studienprogramme, Online-Programme, MOOCs und alles Mögliche natürlich enthalten. Also, was für einen Sinn würde es machen, diese Art von dieses Label zu nutzen, um es einem, was auch immer man damit versteht, darunter verstehen möchte, traditionellen Unterricht gegenüberzustellen. Nun, wir haben auch eben in der mediendidaktischen Literatur einiges an grundlegenden kritischen Einwänden und Überlegungen, bei der eben deutlich wird, dass E-Learning nicht letztlich der Wirkstoff ist, sondern eben vielleicht eher eben ein Transporter ist, der für das Delivery sorgt. Aber der eigentliche Wirkstoff, das sind die didaktischen Methoden, das ist die Aufbereitung, das ist das Arrangement des Ganzen, das ist die Inszenierung mit diesen vielen Werkzeugen, die wir durch die digitalen Medien haben. Aber es ist gar nicht der Behälter selbst, der hier relevant wird. Das könnte eine Position sein, wie sie etwa vor längerer Zeit schon Richard Clark auch formuliert hat. Auch seit längerem eben habe ich hier zur Stellung bezogen und diese Frage gestellt, ist es sinnvoll oder wie sinnvoll ist es überhaupt, von den Wirkungen der digitalen Medien zu sprechen und wie sinnvoll ist es, dies als Forschungsparadigma, als Forschungsdesign eigentlich heranzuziehen. Deswegen ist man heute sehr kritisch, wenn man fragt, sind digitale Medien besser als nicht digitale Varianten. Solche Forschungsdesigns werden heute zunehmend kritisiert und wir finden hoffentlich auch in Zukunft weniger solche pauschale Vergleichsstudien. In einem aktuellen Projekt versuchen wir am Learning Lab in der Zusammenarbeit mit der Uni Oldenburg und Olaf Zawacki Richter einen anderen Ansatz der Aggregation von Forschungsergebnissen, von Erkenntnissen aus Projekten, aus Forschungsprojekten. Wir schauen uns genau den Prozess an des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien. Denn der Gedanke ist, dass es im Grunde genommen auf diesen Prozess ankommt, ob erfolgreich gelernt wird. Wir gehen davon aus, dass wir in dem Prozess bestimmte Qualitätsmerkmale identifizieren können, die letztlich entscheiden, ob langfristig auch ein positiver Effekt eintreten kann, den wir natürlich praktisch nicht empirisch in Einzelstudien untersuchen und nachweisen können. Wir schauen uns Student Engagement an, eine Variable, die in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnt. Student Engagement meint im Grunde genommen die Beteiligung der Lernenden auf kognitiver, motivational, emotionaler Ebene, in der sozialen Interaktion und auch im Verhalten des Lehrens- und Lernprozesses. Und wir schauen, inwiefern diese Variablen des Student Engagement durch spezifische Merkmale eines digitalen Lehr-Lern-Settings auch beeinflusst werden. Ich denke, das sind zentrale Größen. Und wir schauen uns dafür einige tausend Studien an. Wir wählen diese aus, wir führen diese zusammen, um eben im Sinne eines Systematic Reviews systematisch vorliegende Studien danach zu befragen, inwiefern hier ein entsprechender Zusammenhang nachgewiesen werden konnte und welche dieser Variablen des Lehr-Lern-Settings auf besonders gut auf welche Variablen des Student Engagement einwirken. Also hier ist der Versuch, doch mehr auch inhaltlich relevante Dimensionen zu identifizieren, die für die mediendidaktische Arbeit und die Gestaltung von mediendidaktischen Arrangements eben uns auch hilfreich sein können. In diesem BMBF-Projekt werden wir im nächsten Jahr, glaube ich, hoffen wir, Ergebnisse liefern zu können. Und uns interessiert das eben auch methodologisch, wie wir mit solchen Systematic Reviews weiterkommen als die bisherigen rein quantitativ ausgerichteten Meta-Analysen in der Mediendidaktik.
Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie wirkt nun die Digitalisierung? Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass es schwierig ist, die Digitalisierung wie ein Treatment dem traditionellen, nicht digitalen gegenüberzustellen. Wie müssen wir uns das aber nun vorstellen, wenn wir über Wirkungen und Digitalisierung sprechen? Gehen wir davon aus, dass wir in einem Übergang uns befinden von einer stark durch analogen Medien geprägten Welt hin zu einer digitalen Welt, dann können wir diese Übergangszeit durch drei Dimensionen beschreiben. Da können wir auf drei Aspekte besonders verweisen, die hier besonders interessant sind und auf die Felix Stalder, der österreichische Wissenschaftler, hingewiesen hat. Das eine ist die Referenzialität. Informationen sind überall verfügbar, sie sind miteinander vernetzt, sie wachsen, sie sind chaotisch. Wir können Bezug nehmen und diese Informationen sind selbst eben in einem Bezug zueinander. Referenzialität von Informationen ist eine neue Entwicklung. Gemeinschaftlichkeit dieses Universums verändert sich und nimmt an Bedeutung zu. Die Unmittelbarkeit der Kommunikation ist in dieser digitalen Welt sehr viel besser möglich. Die Vernetzung der Menschen und ein solches Gemeinschaftserleben in der digitalen Welt wird zunehmend möglich. Und der dritte Punkt, auf den Stalder hinweist, ist halt die Algorithmizität der Mensch-Maschine-Interaktion. Ja, wir spüren das immer mehr. Die Umwelt, die technisierte Umwelt ist nicht einfach eine Umwelt, die ich jetzt durch einen Knopfdruck beispielsweise beeinflussen kann, sondern dieser Knopfdruck löst einen Algorithmus aus, der dann auch wiederum auf mich einwirkt und auch Verhalten von mir, irgendwelche Merkmale von mir aufnimmt und dann praktisch die Interaktion gestaltet. Das sind so allgemeine Merkmale, die momentan in der Medientheorie, in der Medienwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Soziologie, Sozialwissenschaft in vielen Fächern diskutiert werden, was das im Kern ausmacht, diesen Übergang zur digitalen Welt. Und da sehen wir schon, natürlich die digitale Welt, das ist schon etwas wie eine epochale Veränderung in unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Und insofern ist natürlich die Frage, was für Effekte, was für Implikationen hat das, wenn die digitale Technologie unsere Welt so sehr beeinflusst? Also welche Ursache, also wie kann diese Ursache, die digitale Welt, beschrieben werden als Ursache mit spezifischen Wirkungen, mit welchen Wirkungen? Und in unserem Zusammenhang der Bildungswissenschaft werden hier sehr unterschiedliche Wirkungen vermutet oder behauptet. Zum einen die Überlegung, diese Digitalisierung führt zu besserer Bildung, wird zu besserer Lernqualität führen. Es werden ganz neue Akteure auftreten. Sie werden mit neuen Geschäftsmodellen Bildung ganz anders betreiben. Und dann haben wir die Gegenposition, die sagt, durch diese digitale Technologie wird Bildung nachlassen. Es wird immer weniger Bildung existieren. Ja, es wird so etwas wie ein kultureller Zerfall zu beobachten sein. Schon jetzt können wir diese Auflösungserscheinung im Internet beobachten, etwa in der Qualität des Dialogs, des Gesprächs, was dort eben nicht geführt wird. Wir können sehen, dass Süchte, das Übergewicht und andere auch körperlichen Symptome ursächlich damit zusammenhängen, dass die Digitalisierung unsere Welt und aber auch unsere Bildungswelt durchdringt. Und Sie kennen solche Positionen, die eben halt auch in sehr, sehr populären Büchern vertreten werden. Und ich möchte gar nicht inhaltlich auf diese Behauptungen eingehen, sondern mein Punkt ist, dass diesen ganzen Überlegungen eigentlich immer ein spezifisches Ursache-Wirkungsmodell hinterlegt wird, bei dem davon ausgegangen wird, die digitale Technologie wird dazu führen.
Es wird immer davon ausgegangen, wir haben hier eine grundlegende Veränderung in der Gesellschaft und das ist die Ursache, genau das ist die Ursache für entweder eine grandios tolle Entwicklung oder für eine grandios dramatisch furchtbare Wirkung. Und wenn wir das ein bisschen weiterdenken, ein bisschen systematischer denken, dann können wir natürlich sagen, ja, diese Digitalisierung hat inhärente Veränderungen, die führt inhärente Veränderungen mit sich, wie ich sie auch am Anfang angedeutet habe. Diese Referenzialität, diese Algorithmizität, die Vergemeinschaftung über das Internet, das sind natürlich eben auch inhärente Entwicklungen, die zu beachten sind. Gleichzeitig müssen wir aber eben halt auch die Designoptionen, die Gestaltungsoptionen sehen, die wir haben und die für unsere Gesellschaft heute bei dem Übergang zur digitalen Epoche doch ganz maßgeblich sind. Wichtig ist es, dass wir uns klar machen, wir haben die Möglichkeit, ein Narrativ zu konstruieren. Die Gesellschaft konstruiert eben ein solches Narrativ von den Wirkungen, bei denen eben auch neue Akteure auftreten, die uns auch wiederum versuchen, glauben zu machen, dass die Digitalisierung zu etwas führt. Das hat Bedeutung für eben Geschäftsmodelle, für die Arbeit, für Recht, für Machtverschiebungen in der Gesellschaft und eben halt auch politische Vereinbarungen. Und eben diese im Grunde inhärenten, also in der technisch selbst, in der Technik selbst verankerten und zugrunde liegenden Veränderungen und die Gestaltungsoptionen, die hängen miteinander zusammen. Das eine öffnet das andere, das aber wiederum öffnet Räume für diese Entwicklungen. Also wir müssen diese Veränderungen praktisch eben halt als Zwischenspiel und Austausch zwischen diesen beiden Prozessen verstehen. Um nochmal deutlich zu machen, diese Designoptionen, die Gestaltungsoptionen sind dramatisch auf gesellschaftlicher Ebene. Wir haben die Chance, eine Gesellschaft zu entwickeln, die stark auf Teilen, auf Partizipation von Wissen und Informationen basiert, bei der Wissenschaft eben auch ein Treiber für diese Entwicklungen, für Reflexion und Auseinandersetzung ist. Oder eben, wir haben auch die Chance, die Digitalisierung für die Entwicklung einer postdemokratischen Gesellschaft zu sehen, bei der Wissensmonopole entstehen, bei der Überwachung, Kontrolle, Steuerung durch die Digitalisierung maßgeblich erfolgt. Und wenn wir das mal in einem globalen Sinne betrachten, dann stellen wir durchaus fest, dass diese letztere Entwicklung in einigen, in einer Reihe von sehr großen und mächtigen Staaten dieser Welt ja nun doch die zentralen Zielvorstellungen der digitalen Welt sind. Ich möchte mich natürlich sehr wohl auf die andere Seite stellen, um deutlich zu machen, wir haben eine andere Vorstellung vielleicht von der digitalen Welt, aber es ist keineswegs so, als ob die Digitalisierung zu dieser Welt führt, einer Welt, in der Wissen geteilt wird, in der Wissen ein öffentliches Gut ist, in der Partizipation, Teilhabe eine zentrale Zielvorstellung ist und eben Wissenschaft auch Teil dieser diskursförmigen Entwicklung auch sein soll. Das ist mir wichtig, deutlich zu machen, dass die Digitalisierung eigentlich ein Treiber sein kann für sowohl das eine wie das andere Modell und dass wir sehr stark aufpassen müssen, dies eben halt auch als Gestaltungsoptionen tatsächlich zu erkennen und zu formulieren. Und das gleiche Phänomen, nämlich dass wir dramatische Gestaltungsoptionen haben, haben wir auch im Bildungssektor. Hier steht sehr wohl die Frage, als was verstehen wir Bildung, als was wollen wir Bildung verstehen? Ist Bildung eine Ware, bei der reguliertes Lernen mit vorgefertigten Inhalten stattfindet? Vieles von dem, was wir unter Learning Analytics beobachten, ist genau und auf diese Zielrichtung ausgerichtet. Das, was wir vor vielen Jahrzehnten in der Mediendidaktik mit dem behavioristischen Modell diskutiert haben, basiert auf der Idee, Lernen feinmaschig zu steuern, das Individuum zu regulieren in seinen Entwicklungsmöglichkeiten
und eben halt mit vorgefertigten Inhalten Bildung als Ware auch eben voranzubringen, Bildung als Ware in einen Markt auch zu bringen. Man kann das vielleicht auch für bestimmte Teile und Aspekte so sich vorstellen. Ich denke aber, wir müssen auch uns überlegen, ist uns nicht doch Bildung auch als öffentliches Gut wichtig? Wollen wir nicht auch Digitalisierung nutzen, um Lernen als Partizipation in einer Kultur des Teilens zu entwickeln? Auch hier ist mir wichtig, deutlich zu machen, beide Richtungen sind möglich. Es gibt vielleicht auch gewisse Punkte, an denen beide Richtungen miteinander zusammenwirken können. Aber es ist wichtig zu sehen, so würde ich hinweisen, dass wir hier Entscheidungen treffen müssen. Was sind die Inhalte, die Methoden? Wo wird gelernt? Wer ist da beteiligt? In welchen Rollen? Wie wollen wir die Zukunft der Bildung gestalten? Dies ist nicht durch die Technik determiniert, sondern eben halt eigentlich ein komplexer Aushandlungsprozess in der Gesellschaft. Das heißt also für die Hochschulentwicklung letztendlich, die Digitalisierung, nun, sie gibt uns Fragen auf, wie wir Hochschule gestalten wollen, wie wir auch in der institutionellen Kooperation von Hochschulen uns gemeinsam auf den Weg machen wollen, die Landschaft der Zukunft zu gestalten. Und für einzelne Organisationen, für die einzelne Hochschule gibt es natürlich auch Fragen ihrer Profilierung, also wie sie ihre Themen, ihre Angebote, ihre Services, die sie bieten möchte in der Digitalisierung, ausarbeiten möchte. Die Digitalisierung hat also beide Aspekte und es ist sehr wichtig nachzudenken, wo möchten die Hochschulen sich in einem Land, im Bund so aufstellen, dass sie die Digitalisierung in eine Richtung gemeinsam auch gut betreiben können und wo sind Profilierungsmöglichkeiten für eine Hochschule, um ihre Themen, ihre Anliegen, ihre Herausforderungen auch spezifischer durch die Digitalisierung einlösen zu können. Ja, und ich habe das in meinem Beitrag im GMW-Band mit Barbara Gettow einmal durchdekliniert. Diese doch weitreichende Veränderung, die durch die durchgehende Digitalisierung der Hochschule sich entwickeln kann oder wird. Wir haben mit immer mehr Akteuren zu tun, auch wenn wir die Digitalisierung vorantreiben. Es ist eben nicht mehr nur die Lehrperson, die alle diese Punkte mit ihren Kollegen und Kolleginnen entwickelt, sondern wir haben es mit einer ganzen Reihe von Partnern zu tun, von Unternehmen, von Dienstleistern, die diese digitale Welt in der Zukunft gestalten wird. Das sind Produkte, bei denen es um die Studienberatung geht, um die Diagnose von Kompetenzen, um die verschiedenen Tools, um Lehre durchzuführen, Kompetenzen festzustellen, zu zertifizieren, um auch Evaluation zu betreiben, etc. Und auch hier geht es immer wieder um die Frage, wie können wir mit diesen Partnern zusammen die Zukunft der Hochschule gestalten, um ja, Bildung mit Digitalisierung auch neu zu figurieren, neu aufzustellen, aber eben halt auch eben immer in der Frage, in welche Richtung soll dies passieren? Was sind also die Wirkungen der Digitalisierung? Und damit komme ich zum Schluss meines Vortrages. Zunächst, ja, Digitalisierung bedeutet einen epochalen Einschnitt der gesellschaftlichen Entwicklung. Das ist übrigens schwer, ja, selbst zu beobachten, wenn man in der Mitte dieser Veränderung ist. Solche epochalen Einschnitte kann man immer besonders gut im Rückblick beschreiben und auch erkennen, was da eigentlich an Verschiebungen und Veränderungen stattgefunden hat und ob es überhaupt eine epochale Veränderung war. Aber wir gehen mal von dieser Arbeitshypothese aus. Wichtig ist aber, dass sich hier wesentliche Gestaltungsoptionen eröffnen. Und wichtig ist mir dabei, dass wenn wir von den Wirkungen des Digitalen sprechen, dann werden diese genau schwer erkennbar. Wenn wir von den Wirkungen des Digitalen sprechen, dann blendet das aus, dass
es zwar Wirkungen gibt und geben mag, aber dass die entscheidenden Fragen für die Zukunft der Hochschule und unserer Gesellschaft im Grunde genommen Fragen an uns richtet und die Frage stellt, in welche Richtung möchten wir denn das Digitale gestalten? Also statt eines Technikdeterminismus müssen wir einen gewissermaßen Gestaltungsoptimismus entwickeln, auch im Zusammenwirken der Akteure. Und ich meine, wir müssen aufpassen, wenn wir Sätze lesen, aber vielleicht auch selbst Sätze schreiben, in denen wir von den Wirkungen des Digitalen sprechen. Und Sie merken, es bedarf eben einer gesellschaftlichen Verständigung darüber, was sind die Richtungen, was sind die Wege. Und nochmal, das ist schwer durchzusetzen, wenn wir von den Wirkungen sprechen, weil dann wird so getan, als ob eben dies nun so sei, als ob nun immer mehr dieses oder jene stattfinden wird. Dies entzieht damit die Chance, hier eine gesellschaftliche Verständigung darüber zu kommen, was wir denn in Wirklichkeit möchten mit dem Digitalen in unserer Gesellschaft oder in unseren Hochschulen. Also, wir müssen weg davon, einfach zu sagen, wir wollen jetzt nun was mit Digitalem in unserer Hochschule machen. Dabei ist die Gefahr, dass sich einfach ganz falsche und schlechte Wege etablieren, die wir am Ende gar nicht wollten oder bei denen wir merken, da entwickeln sich Routinen, die sich für die Entwicklung unserer Hochschule oder unserer Gesellschaft gar nicht günstig, die sich gar nicht als günstig erweisen. Insofern also der Hinweis, ja, ich denke, es gibt wichtige Implikationen der Digitalisierung, aber am Ende sind Sie und sind eben ich gefordert, darüber nachzudenken und damit anzupacken, die Gestaltung der Zukunft tatsächlich einzulösen. Vielen Dank.